Bertel, hat der jetzt Pasqualini gesagt? Hab ich das richtig gehört? Hey, du Bazzi! Dir gehören fein die Ohrwaschen langgezogen! Du kannst fein froh sein, wenn dir der Gankerl vor uns erwischt! Das wäre dem auch nicht helfen! Hast Lust, der Partie mit mir zu würfeln? Wie hoch soll denn der Einsatz sein? Alles klar, bis soweit. Safe fix. Ah ja, immerhin nix verloren. Mochst du Ich sag ja, weil die anderen Leute, die gehen daher zum Urlaub, wo wir leben. Ja, ich hab's auch schon gehört. Ja, wo noch keinen gesehen eigentlich. Der Stodderer haben sie gesagt. Das ist der Stodderer jetzt. Da hinterher genannt. Woher? Wohin? Ja, hier, da. Von woher? Aus der Stadt. Wer? Ja, der Stodderer. Ich hab keinen gesehen. Ja, nicht, aber die haben gesagt, dass der jetzt da herkommt und dann irgendwie da einen Schwan macht. Was tut der noch da? Ich weiß auch nicht. Ein anderer Zipfel. Wegen, wie das hier so läuft mit der Kathi und mir, Monas. Das erkläre ich noch schon. Die Kathi redet da nicht so gern drüber. Also über die ganze Sache. Das Wirtshaus hat nämlich ihrem verstorbenen Mo gehört. Dem August. Das war keine glückliche Ehe. Aber auch darüber weiß ich nicht besonders viel. Manchmal erzählt die Mama geschwind noch ein bisschen was. Aber die ist auch nicht mehr so ganz da. Sie haben es vielleicht schon selbst gemerkt. Auf jeden Fall besteht die Kathi wieder auf ihren Mädchennamen, seit der August tot ist. Gschwendtner. Der August hat Brauner geheißen. Die Wirtschaft hat er von seinen Eltern übernommen und mit der Kathi weitergeführt. Und ich glaube, das macht die Kathi auch ganz gern hier. Die Leute mengs, ihre Schwammerl sind im ganzen Landkreis beliebt und die hat auch ein Durchsetzungsvermögen. Na, das passt schon mit der Kathi und der Wirtschaft. Aber... Und da werde ich Ihnen gewiss nichts Neues erzählen. Als der August nicht mehr war, hatte die Kathi ein Problem. Als alleinstehende Frau arbeiten und dann auch noch in einer Wirtschaft, das ist schon schwierig, nur. So einen Laden selber führen, darüber brauchen wir gar nicht nachdenken. Das war selbstverständlich keine Option. Da braucht schon ein Mo dazu. Eine Frau kann das nicht. Ich war gerade erst nach Wolpertshofen gekommen und hab mir die ersten Tage hier im Wirtshaus einquartiert. Irgendwann bin ich abends mal länger gesessen. Die Kathi und ich sind ins Reden gekommen
Und am Ende hatten wir eine Abmachung. Nach außen hin führe ich die Wirtschaft. Den Rest macht Kathi. Ich hui für wohl Co. Auch mit der Mutter. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Kathi hat Unterstützung und Co. die Wirtschaft behalten. Und Leute im Ort geben mir Ruhe. Meistens ist ja viel wichtiger, wie die Sachen aussehen und nicht, wie es tatsächlich sind. Auwe, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte, sag's das der Kathi nicht. Der reißt mir einen Schädel obi. Auwe, Zwick, da komm ich nur in Teufelsküche. Ich geh lieber weiter, Orban, bevor ich mich weiter verplapper. Schön war's, Herr Schmidt. Habertieri, kümmern wir uns? Servus, Valentin. Bin der Schorsch. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Was darf ich Erna? Einfach Richtung Osten durch den kleinen Gang zwischen die zwei Häfen. Ich hab's Erna auf der Karte angekreuzelt. Was darf ich Erna kurz da? Sie sind daher aus der Stadt, richtig? Gehen Sie mal mit. Xaver Griesbacher, ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Sie schickt wahrlich der Himmel. Furchtbare Dinge geschehen hier. Zu solch einer Unzeit. Gerade jetzt, wo der Dorfpolizist Rupp weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas, wissen's? Ausgerechnet jetzt geht's hier drunter und drüber. Alles an in hellster Aufregung. Solch eine Untat in unserem schönen Dorf. Thank you.
Ja, Sie haben gut reden. In der Stadt mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle Nase lang. Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, da hat sowas noch nicht gegeben. Wie soll man denn mit sowas umgehen? Der Schreck sitzt allen noch so tief in den Knochen, das kann ich einer sagen. Eine Katastrophe, die in die Dorfchroniken eingehen wird. Was genau passiert ist, wollen Sie wissen? Ja, mei, ich weiß ja überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles! Ja, alles scheint auf einmal zu passieren. Gestern spät am Abend scheint es fast wieder passiert zu sein. Dem Bertel und dem Ernst, den beiden wär's fast an Kragen gegangen. Gut, dass die beiden solche tapferen und klugen Burschen sind. Sonst wär's ja gleich aus gewesen mit denen. Ich sag's ja noch, das Böse ist da draußen. Schleicht um die Häuser, hegt finstere Pläne und terrorisiert die Leute hier, Mord. Was reden Sie denn da? Natürlich haben alle Angst. Ein Mörder geht um in Wolpertshofen. Gestern erst haben wir den armen Lenz gefunden. Tot, erschlagen. Vom Bösen heimgesucht. Oh mei. Was soll ich nur da? Ah, der Herr Bürgermeister. Sie kommen ungelegen. Der Schormeier kommt gleich, den Leichnam von seinem Sohn abzuholen. Lassen Sie uns rausgehen, falls wir was zum Besprechen haben. Nein, lassen Sie nicht stören. Wir gehen gleich weiter. Herr Schmidt, Sie sehen ja, was hier los ist. Der Lenz ist tot, der Mörder ist auf freiem Fuß, der Polizist nicht da und der Lehrer droht uns alle aufzuknöpfen. Selbstverständlich, Herr Schmidt, selbstverständlich. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, dann hat's einen Streit gegeben. Bei der Gschwindnerkarte im Wirtshaus, da trifft man sich gern nach dem Gottesdienst. Sie sind auch dort untergebracht, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, sind wir hier ein anständiger Ort mit rechtschaffenden Leuten. Aber der junge Leubel stiftet immer wieder Unfrieden mit seinen gespinnerten Ideen. Da ist einmal jedes Mittel recht. An dem Abend hat es einmal wieder so eine Diskussion gegeben. Die ist ein bisschen hitziger geworden. Ich glaube, die werten Herren haben recht viel Schnaps erwischt, wenn Sie verstehen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätten wir ihn einmal brauchen und er ist nicht da. Der hält schon immer zum Pfarrer auch. Gar nicht, weil die so viel miteinander zum Tun haben. Aber das sind eben beides Männer mit Anstand. Für die zwei lege ich meine Hand ins Feuer. Und der junge Leubel hat einfach keine Ruhe nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Das hat er gerade noch gefällt. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen wollen. Der Schorsch ist eigentlich ein Netter. Der hockt da gern in der Wirtschaft. Gestern auf Nacht daher, ja. Jedenfalls ist es dann körperlich geworden. So sind die nämlich, tun immer so intellektuell und am Ende werden auch doch mit die Fäuste gesprochen. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben es. Eigentlich alles halb so wild. Das war gleich wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher warm. Das hat schon gelangt dann. Andere sind nur blim, haben nur mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Und am nächsten Morgen liegt der Lenz dort da drüben in der Pfützen und das Geschorre ist groß. Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid, beruhigt sich gar nicht mehr. Sie müssen mir helfen, sonst gerät das Ganze außer Kontrolle. Na gut. 50 Pfennig werden dafür doch ausreichen. Gut. Gut, ganz gut. Genauso machen wir das. Da wird einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein. Sie machen das schon. Aber bitte trödeln Sie nicht rum. Das muss sofort geklärt werden.
Das hätte ich fast vergessen. Sie müssen ihm nicht auf die Nase binden, dass ich Sie geschickt habe. Das hört er sicher nicht so gern. Er hat's nicht so mit Autoritäten. Sagen Sie einfach, Sie sind wegen Ihren Berichten da. Ich werde zu Hause nach dem Rechten sehen. Sie reden mit dem Leubel und hören sich um. Wir müssen diesen Mörder finden. Sie sind der Stoderer. Wie ungünstig, dass Sie gerade jetzt da sind. Bei uns ist zugegebenermaßen die Hölle los. Ein junger Mo lag tot auf der Straße und niemand soll was mit der Sache zum Tor haben. Und dann ist da noch so ein Reiber namens Pascolini in der Gegend gesichtet worden. Gerade gestern sind wieder zwei Burschen angegangen worden. Wer das war, schwer zum sagen. Aber was bringt sie überhaupt zu uns? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Korrekt. Mein Name ist Schweighöfer, Harald. Ich bin als Mediziner für die ganze Gegend da zuständig. So hohe Dichte an Ärzten wie in der Stadt haben wir da nicht. Da muss man sich um ein paar mehr Dörfer kümmern. Von der verfluchten Cholera, die da gerade im Land grassiert, wurde man hier zum Glück bis jetzt verschont. Die Cholera zeigt ja immer wieder ihre hässliche Fratze. Gerade wenn die hohen Herren meinen, wieder Krieg spielen zu müssen. Viele Soldaten auf engem Raum, unfassbare hygienische Zustände, schlechte Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser, üble Verletzung. Da freut sich so ein Cholera. Aber was rede ich da? Ich will sie auch nicht langweilen. Das freut mich. Nicht jeder ist offen für die Wunder von Medizin und Technik. Dabei haben wir heute so viele Möglichkeiten, uns zu bilden. Ja, freilich. Unter den Umständen wäre alles andere fahrlässig. Ich kann und will hier jetzt keine Details ausschmatzen. Aber für mich ist klar, dass es ein äußeres Einwirken gab. Ganz sicher war das kein natürlicher Tod. Der Lenz war ein gestandener junger Mo. Der ist nicht einfach tot umgefallen. So, aus der Stadt kommen Sie. Rupp, Charlotte Rupp heißt sie. Was genau machen Sie hier? Die Vorkommnisse. Ja, die darf ich allerdings auch sehr gern verstehen. Ah, dann haben Sie meinen Mo schon kennengelernt, den Gustl, August Rupp. Dass wir uns hier begegnen, passt mir ehrlich gesagt sehr gut. Bringen Sie mich doch bitte kurz zu ihm. Ja, das war er. Wir sind zusammen mit den Kindern zu meiner Schwester gefahren. Die beschwert sich allweil, dass wir so selten kommen. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Jedenfalls ist der August frühzeitig abgereist wegen der Sache mit dem Lenz. Da haben sie dann nach ihm geschickt. Die wissen schon, dass er gleich heimkommt, wenn sie ihn rufen. Hat vielleicht auch was mit meiner Schwester zum Tor. Jedenfalls nimmt er seine Aufgabe hier im Ort sehr ernst, wissen Sie? Schrecklich, was mit dem Lenz passiert ist. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich gewusst hätte, dass Sie eben erst angekommen sind, hätte ich Sie natürlich nicht gleich gebeten, mich zu meinem Gustl zu bringen. Wie unhöflich von mir. Kommen Sie doch erst einmal gut an hier bei uns und schauen sich ein bisschen um. Dann lernen Sie ja gleich das Dorf und auch die Leute kennen. Wir können auch ein Stück zusammengehen, dann stelle ich Sie gleich vor. Ich wollte sowieso zum Marktplatz. Und wenn wir unterwegs meinen Modantreffer lernen Sie auch gleich Ihren Vorgesetzten kennen. Und ich finde meinen Mann. Zwei Fliegen mit einer Klappe, das wäre doch was.
Was? Was heißt der ist nicht da? Naja, ich bin wie gesagt nicht mit ihm gefahren, aber so lange dauert das nun auch wieder nicht. Der sollte schon längst wieder da sein. Nicht, dass dem unterwegs irgendwas zugestoßen ist. Da wird mir ja gleich ganz anders. Herr Schmidt, richtig? Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt dringend den Xaver sprechen und den Severin auch. Nein, da habe ich jetzt gar kein gutes Gefühl. Wir müssen uns ein andermal den Ort anschauen. Entschuldigung. Kinder, Kinder, wo seid's denn? Kinder, wir müssen jetzt schnell in den Ort reingehen. Herr Schmidt, ich habe jetzt leider gar keine Zeit mehr. Wir sehen uns. Wer sind jetzt Sie? Hat der Griesbach jetzt schon Unterstützung gerufen? Erst ein Lenz totschlagen und sie dann einscheißen. Das sieht dem erzkonservativen Pack ähnlich. Ja, so schaut's aus. Aber Sie schauen wirklich nicht nach tatkräftiger Unterstützung aus. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns von der reaktionären Bagage nicht einschüchtern. Genau, so ist's. Wie sagt LaSalle? Die Geschichte ist ein Kampf mit dem Elend. Und den werden wir jetzt aufnehmen. Ich rate Ihnen eins. Stehen Sie dabei bloß nicht im Weg rum. Das kann bös enden. Also, Obacht, gell? Der bin ich. Aber was wollen Sie von mir?
Auf wessen Seite stehen Sie? Halten Sie es mit dem mordlüsternen Traditionalistenpack um unseren Bürgermeister? Da schau her. Das hätte ich nicht gedacht. Gebe ich zu. Aber das ist gut zum Wissen. Mei, sei es, wie es ist. Wie war Ihr Name gleich nochmal? Und was wollen Sie in Wolpertshofen? Sachlich und aufs Wesentliche konzentriert. Das schätze ich durchaus. Ja, richtig. Sie wurden angekündigt. Mein Name ist Leubel. Corbinian Leubel. Ich bin der Lehrer da im Ort. Das mit Ihrem Bericht könnte gerade allerdings etwas schwierig werden. Sie haben sich einen zu äußerst ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Es wird wirklich das Beste sein. Sie widmen sich dem guten alten Schlossbergbräu von der Kathi, bis die Angelegenheit geregelt ist. Letzte Nacht wurde ein unbescholtener Mitbürger erschlagen, mitten im Ort. Und unser feiner Herr Bürgermeister glänzt mal wieder durch Unfähigkeit. Hat der sie geschickt? In neutraler Position also. Das kann von Vorteil sein. Der Bürgermeister und diese Hanswursten, die auf einmal für einen Bürgerwehr spielen. Erzkonservatives Pack. Abgesehen davon, dass der das überhaupt nicht darf. Wenn mich nicht alles täuscht, hat nur das Innenministerium die Befugnis dazu. Eben jenes Innenministerium, das auch Sie geschickt haben soll. Wissen Sie von dieser lachhaften Bürgerwehr? Haben Sie das zum Schluss noch selbst genehmigt? Das freut mich zu hören. Der arme Lenz. Der Lenz Glas. Der Sohn vom Schormeier draußen. Den haben sie tot auf der Straße gefunden. Der Lenz ist... war kein Schwächling. Der hätte sich schon zu wehren gewusst. Den muss wer hinterrücks niedergeschlagen haben. Und alle schweigen. Aber nicht wir. Wie auch schon der Lasalle schon gesagt hat, dies ist die Macht des Aussprechens dessen, was ist. Das ist das gewaltigste politische Mittel. Niemand traut sich zu sagen, wer der Mörder ist. Aber nach dem, was an dem Abend passiert ist, braucht mir keiner von diesen Mitläufern irgendwas verzeihen. Nun sind wir zum Handeln gezwungen. Und jetzt sage ich Ihnen das zum letzten Mal. Mischen Sie sich nicht ein. Gehen Sie ins Wirtshaus und betrinken Sie sich. Wir werden das bald geregelt haben und dann können Sie Ihre Arbeit machen.
ist das keine schlechte Idee. Aber ewig werde ich nicht warten, das sag ich einer. Sie sind schon ein Vogel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ich zähle auf Sie. Finden Sie den Mörder. Wenn ich Sie wäre, würde ich erst mal mit unserem feinen Herrn Bürgermeister reden, bevor der Sie nur einbieselt. Sagen Sie ihm ruhig, dass wir uns nicht verarschen lassen. Ja, Streit hat's gegeben. Handfesten Streit. Mit unserem feinen Herr Bürgermeister und seine Arschneigerücher. Ich habe nur erzählt, welch Ungerechtigkeit überall herrscht. Denn, wie Lasalle sagte, ist und bleibt es immer die revolutionärste Tat, laut zu sagen, was ist. Aber die sind ja für vernünftige Argumente unempfänglich. Die haben einfach bloß Streiksucht. Seitdem wir diesen unsäglichen Krieg gegen die Preisen verloren haben, sind alle auf der Suche nach einem Sündenbock. Und das sollen wir jetzt wohl sein. Naja, diejenigen hier im Ort, die mal über den Tellerrand hinausschauen, alles, was nach Fortschritt riecht, wird in dem Kauf gleich zum Teufel gejagt. Verdammte Hinterwäldler! Was ist denn das für eine Frage? Natürlich ist keiner froh über unsere Niederlage. War vielleicht von Anfang an die falsche Idee, sich auf die Seite von Österreich zu stellen. Aber auf der Seite von den Preisen will man ja wirklich auch nicht stehen. Wir hätten uns einfach ganz raushalten sollen. Aber spätestens, wo die Saupreisen bei Königgrätz gewonnen haben, war doch jedem klar, dass wir nicht auf der Gewinnerseite stehen. War mir ja alles herzlich scheißegal, wenn nicht wieder der kleine Depp seinen Kopf hier halten müssen, bloß weil die da oben Krieg spielen wollen. Seitdem ist die Stimmung im Keller und statt Ruhe geben, muss man jetzt anscheinend einen Streit mit uns suchen. Und den Streit, den kennen die haben, wir geben ganz sicher nicht klein bei. Wer anwesend war? Ja, mei. Ich bin mit dem Schweighöfer, also dem Arzt, am Lenz und mit dem Hans Gürgel beieinander gesessen. Ein oder zwei Tisch weiter war unser Pfarrer Bayerle mit dem Schorsch und mit dem Alois. Wir haben uns ganz friedlich unterhalten und ein Bier getrunken, wo der Pfarrer mit seiner Litanei angefangen hat. Zuerst der Krieg und jetzt wir. Wir stören den Dorffrieden, hat er gesagt. Wir stiften Unfrieden und setzen den Leuten Flausen in den Kopf. Sowas eben. Da hat der Schweighöfer lediglich angemerkt, dass der Pfarrer vom echten Leben und erst recht vom Krieg gar keine Ahnung hat. Mit dem Gold von der Kirche, da kann man die Leute wirklich helfen. Aber das will ja, wie es ausschaut, keiner. Na, der hockt lieber gemütlich in seiner Pfarrei und der Rest ist ihm scheißegal. Der Bayerle hat nicht einmal drauf reagiert. Dafür ist der sich zu gut. Aber der Schorsch ist richtig sauer geworden. Hat sie vor uns aufgebaut und was vom Platzverweis gelallt. Platzverweis, wie lächerlich. Da hat der Schweighöfer auch bloß lachen können. Das hat aber am Schorsch überhaupt gar nicht gefallen. Der hat ihm am Schlawittchen gepackt und hat ihn rausgezahlt. Der Lenz ist gleich dazwischen. Er und der Schorsch haben sogar ein bisschen Kraft. Der Lenz hat ein paar Mal ganz gut getroffen. Sehr gut sogar. Da hat der Schorsch schnell abgelassen und die ganze Bagage ist abgezogen. Geschieht denen sowas von recht? Ehrlich gesagt, haben wir danach noch richtig eingeglittert. Den kleinen Sieg, den wollten wir schon zelebrieren. Gegen halbe Elfe haben wir uns dann vor dem Wirtshaus verabschiedet. Ich bin dann direkt heimgekatscht. Der arme Lenz. Lenz Glas vom Schormeier draußen. Sein Vater kehrt der Hof. Wirklich kein besonders sympathischer Zeitgenosse. Also der Vater.
Man wundert sich schon, wie das eigentlich kommt, dass der Lenz so aufgeschlossen war bei dem Vater. Früher haben wir nicht voll miteinander zum Tor gehabt, der Lenz und ich. Aber seitdem ich aus München zurück bin, ist es anders. Wir haben uns oft über die Welt und über die Politik unterhalten. Er war immer für eine großdeutsche Lösung. Das habe ich nie verstanden. Aber er war trotzdem ein guter Freund. Und dann liegt er da, der Schlange auf der Straße. Und jetzt aufgebaut auf dem Hof von seinem unerträglichen Vater. Diese verdammten Reaktionäre. Ja, bei seinem Vater auf dem Schormeierhof. Richtung Westen aus dem Dorf raus und ein ganzes Stück den Waldweg entlang. Da liegt der Hof. Die haben den Lenz am westlichen Dorfrand in einer Pfütze gefunden. Nicht weit weg vom Wirtshaus. Ich glaube, das ganze Blut sieht man immer noch. Das ist doch völlig klar. Ganz sicher einer von denen. So eine Pleite wollten die sicher nicht auf sich sitzen lassen. Aber ich glaube nicht, dass das der Pfarrer selber war. Vielleicht der Alois. Aber ich mein, der Schorsch hat dem Lenz aufgelauert. Der wollte seine Revanche haben. Dann hat er ihm halt irgendwas über den Schädel gezogen. Der Schorsch hat ja kaum mehr laufen können. Wahrscheinlich hat er seine Kraft völlig unterschätzt. Da kann sowas schon passieren. Und jetzt muss er zur Verantwortung gezogen werden. Bloß, wer soll das machen? Der Polizist ist ja mal wieder Stravanzen, der Bürgermeister ist auch ein Spitzel von derer Bagage. Also legen wir doch die Gerechtigkeit in die Hand des Volkes und handeln selbst. Wir sind vorbereitet. Wir werden den Schorsch selber konfrontieren. Und wenn die versuchen, sich uns in den Weg zu stellen, dann werden wir vor Gewalt auch nicht zurückschrecken. Ich hab meine Büchsen nicht um eine Sonnenstimme in Schuss gehalten. Dem Staate schreibe ich die hohe, gewaltige Aufgabe zu, die Keime des Menschlichen zu entwickeln. Ja, da sind Sie richtig. Brauchen Sie was? Weil ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Wir müssen uns erst fertig beraten. Sie wissen ja, was da im Ort los ist. Wir müssen uns verteidigen. Also bis hier keine Ruhe eingekehrt ist und wir wieder sicher sind, kann ich leider nichts arbeiten. Kehren wir uns dann wieder. Thank you.
Ich hab bloß vorne, aber du bist ja. Also am Ende wird es wurscht. Ich wollte nur bloß sagen, wir sitzen da im Witz. Da jetzt! War das Übliche halt. Ein bisschen was getrunken haben wir, geratscht haben wir, das Übliche halt. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streit gegeben. Das passiert schon mal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. Was wusst denn du überhaupt? Magst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Geprügelt! So war es gewesen nicht. Wir haben halt was zum Klären gehabt. Das passiert schon mal, das gehört dazu. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, das sagt man doch auch so. Mein Lieber, jetzt gehst du mal auf den Senkel mit der blöden Fragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für einer? Ja, wurscht, jetzt lass mich einfach mal ruhe. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Ach, der Corbinian, der ist Lehrer wie sein Vater, aber sonst ganz anders so als Mensch. Der Vater ist schon laut und der Corbinian hat noch zwei kleinere Brüder. Der Vater hat sich schon gescheit geschlagen, würde ich glauben. Aber das meiste hat schon der Corbinian abgerückt. Manchmal wundert man sich nicht, warum die Leute dann ein bisschen wild werden, gell? Ich hab schon öfter gehört, dass er ganz gerne spielt, der Corbinian. Also um Geld. Und leider nicht so erfolgreicher. Ja, und dass er ganz gerne mal sauft, ist eh bekannt. Und mit den Weibern hat er es auch. Finden da schon abel eine, aber heiraten mag er es offensichtlich noch nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn dann in den Stadt geschickt zum Studieren. Der Vater wollte, dass der Corbinian auch ein Lehrer wird. Aber ich glaube, inzwischen findet er seine Idee gar nicht mehr so gut, der alte Leudl. Da hat er auf jeden Fall die Leute von der Arbeiterbewegung kennengelernt und sie denen eh angeschlossen. Und seitdem läuft er überall umeinander und zitiert den ganzen Tag diesen La Salle, oder wie der heißt. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Auf jeden Fall klingt das nicht immer alles so richtig, wie er es sagt. Er hat auch ein paar Zettel mit Sprüchen von diesem La Salle im Ort aufgehängt. Die meisten hat aber die Bürgerwehr schon wieder angerissen. Aber ein paar könnten es schon noch finden. Ist ja auch wurscht. Ich mein, er ist kein schlechter Lehrer, nicht? Er bringt ein bisschen einen frischen Wind ein. Das mag natürlich nicht jeder. Weil gerade die alten Herren sind doch nicht ganz so empfänglich für die Ideen vom Leubel. Da rumpelt es halt dann schon einmal. Die lässt sich ihm nicht einfach so einen Mund verbieten. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Ach so, ja, Sie kennen ja die Leute da noch gar nicht. Auf der anderen Seite, wer kennt's schon, gell, Herr Schmidt, wer kennt's schon? Ja, Fräule, also das war ein Sonntag, da kämen eh immer viele Leute. Nach der Kirche und so wissen schon. Aber streien deren zum Glück bloß wenig. Aber meistens sind's die zwei Gruppen, wenn man so sagen möchte. Das, glaube ich, muss ich kurz erklären. Haben Sie einen Moment Zeit? Also zuerst muss ich Ihnen einmal sagen, dass das Feier ordentliche Wirtschaft ist. Gell, nicht, dass Sie da was falsch meinen, Herr Stauderer. Aber überall gibt es ja da bei uns im Ort Leute, die ein bisschen traditioneller eingestellt sind und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und natürlich andere Leute, die genau das nicht wollen. Die wollen, dass sich was rührt. Meistens sind das ja vor allem die jungen Leute. An dem Sonntag sind die Buben auch wieder zusammengesessen. Der Severin, der Hans Gürgel. Ah, der Herr Dr. Schweighöfer war auch dabei. Der arme Lenz und natürlich immer vor einem der Kabine an, der junge Leubel. Lehrer wie sein Vater. Sonst haben sie aber nichts gemeint, die zwei. Verstehen sie nicht so wahnsinnig gut. Und die diskutieren dann recht gern ihren spinnenden Schmarrn von Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Ich misch mich da nicht ein. Andere Leute sagen schon ab und zu was zu ihnen. Meistens die Alten. Also der Herr Pfarrer Bayerle natürlich, der Alois und der Schormeier und selbstverständlich der Herr Bürgermeister. Der Schorsch war diesmal auch mit dabei. Weiß auch gar nicht, warum eigentlich.
Ich glaube, der hat das schon gar nicht mehr gemerkt. Eigentlich hockt der Rupp auch immer bei denen. Aber die Rupps sind gerade auf Familienbesuch, glaube ich. Dabei hätte man jetzt gerade einmal brauchen können, den Herrn Dorfpolizisten. Jedenfalls haben sie schon gescheit umeinander blärt an dem Sonntag. Recht aufgespielt haben sie sich, wenn sie verstehen. Wahrscheinlich zwischen uns. Aber das darf man ja nicht sagen zu den Herren. Ich hab das jetzt ja alles gar nicht so genau mitgekriegt. Ich meine, es war ja viel los da. Auf jeden Fall sagt der Herr Pfarrer Bayerle irgendwann zum Schweighöfer, zum Doktor, er darf die Dorfgemeinschaft zerstören. Und der ist dann recht böse geworden und hat am Pfarrer gesagt, er soll bloß das Maul halten. Der Pfarrer darf sich nämlich das Kirchengeld in die eigene Taschen einschirmen, während die anderen Leute alle Hunger leiden müssen und als Krüppel vom Krieg heimkommen. Und dann ist der Schorsch ziemlich laut geworden und hat am Schweighöfer droht, er darf ihn aus dem Wirtshaus schmeißen. Als ob er da was zum Sagen hätte. Und dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Vielleicht war dies sein Fehler. Er hat am Schorsch gedroht, er darf ihm schon zeigen, wie das mit dem Rausfliegen geht, wenn er jetzt nicht gleich statt ist. Und dann ist der Schorsch auf den Lenz los. Der hat am Schorsch eine mitgegeben und nur bevor er was hätte tun können, war eigentlich schon wieder eine Ruhe. Typischer Fall von männlicher Selbstüberschätzung, da die sind. Und dann sind sie heim, die Alten. Also der Schormeier, der Alois und der Herr Pfarrer. Der hat noch was gemurmelt von Gott sei seiner Seele gnädig oder so. Da wird's vielleicht so neinig gewesen sein. Und der Herr Bürgermeister ist schon früher heim. Ich glaube, das war sogar dem zu viel, wie sie die aufgeführt haben. Aber zahlt hat er wieder nicht. Anschreiben lassen, immer anschreiben lassen, der feine Herr Bürgermeister. Die Buben haben schon noch ein bisschen da geblieben. Auch der Schorsch. Die haben sich dann schon wieder vertragen, hab ich zumindest gemeint. Die sind dann so der Reihe nach alle irgendwann heim. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Der arme Lenz. Der war jetzt auch kein Musterknabe. Aber das hat er nicht verdient. So ein junger Mo, das ganze Leben noch vor sich, liegt der da in der Pfützen. Das kann man gar nicht glauben. Der Lenz war der Sohn vom Schormeier. Also eigentlich Glas, Lorenz Glas. Aber vom Schormeierhof. Der hat eine Schwester, die Ursel, also Ursula. Aber die wohnt nicht mehr am Hof. Die hat den Alois geheiratet und du hast jetzt Pfüstner. Eine unangenehme Person. Wobei, sie haben es auch nicht leicht gehabt, alle miteinander. Da ist erst letztens die Mutter gestorben. Tuberkulose. Es ist schon schlimm. Der Schormeierbauer, also der Vater, hat dann recht viel gesoffen, Abel. Und es hat auch öfter mal einen Streik gegeben am Hof, mit den Kindern, glaube ich. Da ist der Schormeier dann nochmal recht böse geworden und seither ist wieder Ruhe. Mei, die Ursel hat dann eh geheiratet. Aber an sich haben die sich schon gut verstanden. Obwohl der Vater und der Sohn so von der Weltanschauung her nicht immer beieinander waren. Weiß auch nicht, aber ich glaube, der Tod von der Mutter hat es dann schon auch wieder zusammengebracht, die zwei. Der arme Mo, das ist schon echt herzlos. Frau und Sohn innerhalb von einem Jahr. Ja, und das mit der Zenzi war ja auch erst letztes Ding. Mei, wer soll jetzt dem einen Hof weiterführen? Das war schon alles für den Lenz gewesen. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie nett er mit dem Stiefsohn von der Ursel, mit dem kleinen Alois, gespielt hat. Den mag er, glaube ich, recht gern. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Daten Sie am Schormeier unser Beileid aussprechen, wenn Sie rausgingen zum Hof, bitte. Vergelt's Gott, Herr Stauderer. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Thank you.
Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für eine Abmachung? Das ist doch wirklich ein Ergebnis. Danke. Überprüfen Sie das Alibi und beweisen Sie die Unschuld vom Schorsch. Das wird den Lehrer beruhigen. Ich lege die Sache vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich sehe schon. So machen wir das. Sie halten mich auf dem Laufenden. Gibt's nur was? Ach ja, natürlich. Hier, den sollen Sie haben. Es ist so. Ich hab's Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute. Traditionsbewusst, unserem König treu und ergeben und gottesfürchtig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Den Leubel haben sie zum Studieren in die Stadt geschickt. Jetzt ist er wieder zurück, mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Red ständig ein Unsinn von Ungleichheit und Revolution. Hetz die Leute auf. Dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sich gleich gar nicht beschweren. Aber der Leubel hat an Hans Gürgel, an Severin, unseren Herrn Doktor und den Lenz zu sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Tragisch ist es schon. Der Schormeier, also der Vater vom Lenz, sieht das ganz anders. Eher so wie der Herr Pfarrer oder der Alois. Oder auch ich selbst, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich da gar nicht einmischen wollen. Wie die zum Streien angefangen haben, bin ich gleich heim. Ich hatte eh schon so einen Schädel auf. Das habe ich wirklich nicht mehr gebracht. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich bald an die Gurgel, ich sag's ja noch. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Leubel will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Ich komme ja gar nicht mehr durch zu dem. Kein Anstand, kein Respekt vor Autorität. Bitte reden's mit den Leuten, bevor ja noch Schlimmeres passiert. Mag sich doch keiner vorstellen, sowas. Das war Gaudi. Die Wachen haben so blöd geschaut. Ich glaub, dass der Orne, der Bertel, glaub ich, dass der sie sogar einbieselt hat. Ja, kann schon sein, dass der sie eingeschissen hat. Zutrauen, dat ist ihm schon dem alten Heukopf.
Der ist mal nach einer Safferei im Wirtshaus beim Bieseln in den Fluss gefallen. Hat überall erzählt, dass die Pascolinis ihm überfallen haben. Glaubt hat's ihm natürlich keiner. Naja, jetzt hat er wenigstens was zum Tor. Und wenn's nur dumm rumstehe ist, da weiß ich wenigstens, dass der das sicher kann. Wenn's meinen? Okay. Wissen's, was ich mich frag, Herr Valentin? Ein Angler nimmt sie einen Wurm und bringt ihn um dann einen Fisch zum Fanger, den er auch umbringt. Warum bringt der Angler nicht einfach nur den Fisch um und verschont den Wurm? Warum muss der arme Wurm sterben, bloß weil ein fieser Mensch einen schlecht planten Krieg gegen einen Fisch führt? Ich hab gemeint, wir kämen in den Himmel. Was aber noch wichtiger ist, sind sie ein Angler, ein Fisch oder ein Wurm? Interessant, wie sie einer singen. Ich muss das immer wieder aufs Neue für mich herausfinden. Und darum müssen sie mir jetzt eine besondere Angel bauen. Ich möchte auch gerne mal Angler sein. Und danach versuche ich es als Fisch. Das Besondere ist, dass die Angel Kornwurmbracher wird. Es ist ganz einfach. Stecker, Schnur und Dosen. Das finden sie alles im Dorf bei der Schreinerei. Irgendwo bei den Fasseln. Dann brachen sie nur noch eine Werkbank finden und das zusammenbauen. Ich hab aufgemalt, wie ich mir das vorstelle. Dog frei, Imi, dankeschön. Thank you.
Gott zum Gruße und willkommen in unserer beschaulichen Gemeinde. Was führt dich zu uns? Da sprichst du wahre Worte, lieber Valentin. Es sind schwierige Zeiten, in denen du zu uns gestoßen bist. Eine furchtbare Tragödie hat sich ereignet und die Gemeinschaft muss zunächst wieder zu Frieden und Einigkeit zurückfinden. Aber kann ich dir irgendwie behilflich sein? Lieber Valentin, das ist eine gute Frage. Eigentlich war es ein Sonntag wie jeder andere. Wir haben eine schöne Messe gehalten und anschließend kommen die Leute hier gerne im Wirtshaus zusammen. Auch ich stoße meistens dazu und sitze mit den wichtigen Entscheidungsträgern des Ortes beisammen. Ein ganz normaler Sonntag eben. Bedauerlicherweise haben wir auch ein paar jüngere Mitglieder der Gemeinde, die im Wirtshaus oftmals auf ungebührliche Weise über die Stränge schlagen. Ungebührlich, sage ich dir. Leider war es so auch an besagtem Sonntag. Diese Unruhestifter saßen etwa zwei Tische von uns entfernt und wurden immer lauter. Lauter und lauter, bis man sein eigenes Wort kaum mehr hören konnte. Der eine oder andere von denen hatte da gewiss schon zu tief ins Glas geschaut. Nun ja, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und so sah ich mich einer großen Verantwortung gegenüber, nämlich der Verantwortung, als Vorsteher der geistlichen Gemeinde den Frieden im Ort zu wahren. Dazu gehört selbstredend auch der Frieden im Wirtshaus. Ganz besonders im Wirtshaus. Nach all dem Krieg brauchen wir wieder Frieden. Meine wohlgemeinten, aber mahnenden Worte wurden jedoch nur mit Hohn und Spott quittiert. Uneinsichtige Ablehnung. Flegelhaftes Benehmen. Anders kann man das bei Gott nicht nennen. Flegelhaft. Unser lieber Schorsch hat diese Gottlosigkeit in seinem Herzen nicht ertragen können. Der junge Mann war so mit Mut beseelt in dem Versuch, mich und die Kirche gegen diese Flegelhaftigkeit zu verteidigen. Es war eine wahre Wonne, ihm in seine leuchtenden Augen zu schauen. Natürlich habe ich ihn wieder beruhigen wollen. Vergebe auch den Schuldigen, sagte ja bereits unser Herr, Jesus Christus. Und dann ging alles ganz schnell. Mit einmal stand der Schorsch am Tisch der Halunken und hat sie zur Rechenschaft gezogen. Die Grobheit, mit der diese Flegel ihm begegnet sind, ist kaum in Worte zu fassen. Grobheit, sag ich dir, lieber Valentin. Auf diese Barbarei haben wir uns freilich nicht eingelassen. So haben wir unsere Schulden bei der guten Frau Gschwendtner beglichen und sind unserer Wege gegangen. Gott sieht alle Sünden. Ich habe noch in dieser Nacht für diese Flegel gebetet, dass der Herr Gott ihnen ihre Unverschämtheiten vergibt. Unverschämtheiten. Selbstverständlich. Lass mich jederzeit wissen, wenn ich dir helfen kann, lieber Valentin. So, ich glaube, jetzt muss ich erst mal ein Pfeifall rauchen. Nehmen Sie einfach den Ausgang im Norden des Friedhofs, direkt an der Kirche. Dann kommen Sie direkt bei ihm raus. Ich möchte natürlich keine Gemeindemitglieder anschwärzen. Aber der Herr Leubel, Corbinian, unser Dorflehrer, muss erwähnt werden. Muss. L-O-I-B-L, schreibt man den. Der ist da gesessen, mit dem Schweighöfer, dem Lenz vom Schormeierhof und dem Hans Girgel beisammen.
Da saßen diese Unruhestifter und haben ihre Unverschämtheiten von sich gegeben. Also, früher hätt's sowas nicht gegeben. Früher haben auch die jungen Leute noch Respekt gehabt vor der Würde der Kirche und des Amtes. Aber diese Flegel kennen so etwas gar nicht. Respekt und Anstand und verschämtes Pack. Aber auch diese Leute werde ich natürlich in meine Gebete schließen und den Herrn um Vergebung für deren Sünden bitten. Natürlich. Auf meiner Seite, du meinst auf der Seite der Gemeinde, also der Rechtschaffenden, der Allgemeinheit, die Frage sollte doch eher sein, wer ist das nicht? Du meinst gewiss, wer an besagtem Abend mit mir an einem Tisch saß. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Als Vertreter der Kirche sitze ich schlicht mit Gemeindemitgliedern am Tisch. Da mache ich keinen Unterschied, musst du wissen. Keinen. Also den Schorsch habe ich ja bereits erwähnt. Unsere treue Seele. Der Alois war auch dabei. Und der Herr Bürgermeister selbstverständlich. Aber ich könnte mich auch irren. Wie ich sagte, keinen Unterschied mache ich da. Haben Sie die Angel, Herr Valentin? Vielen Dank, Herr Valentin. Wissen Sie, Herr Valentin, es ist lang her, dass Eppa so nett zu mir war. Datten Sie so, dass mir Freund san? Das ist richtig schön. Der Herr aus der Stadt. Hans Gürgel heiß ich. Wer ich bin, weiß ich nicht. Bin eigentlich immer irgendwo Knecht gewesen. Bis vor kurzem war ich auch auf dem Schormeierhof. Aber jetzt genieße ich erst einmal meinen Feierabend. Obwohl, genießen kann man das eigentlich nicht unbedingt nennen. Rumärgern trifft's da schon eher. Ja, eigentlich wollte ich kegeln. Aber es geht ja nichts zusammen. Bahn habe ich nicht. Da rollt keine Kugel, naja, Kugeln habe ich auch nicht, also halb so wild. Aber Kegel habe ich halt auch keine. Ich habe schon alles im Dorf und in der Umgebung abgesucht, aber leider habe ich nichts gefunden. Aber dabei muss ich unbedingt üben. Weißt, beim nächsten Schützenfest, da gibt es sicher wieder eine Kegelbahn. Da kann man gutes Geld gewinnen und das könnt ihr jetzt gerade wirklich brauchen.
Mann, wer nicht? Na, also doch. Aber halt nicht für mich. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Der Müller kannte das gewiss. Also, der ist nicht Müller, der ist eigentlich Zimmermann. Der heißt gerade so. Der hält sicher alles da. Und der kann's auch schnitzen. Der hat da ein Händchen dafür. Ich hab's auch schon selber versucht, aber die meinen, die fallen immer von selber um. Läd nur, dass der beim letzten Schützenfest ein bisschen, ja, wie sagen, Pech beim Kegeln gehabt hat. Der hat richtig viel Geld verloren. Ja, und ich hab's gewonnen. Dass der so schlecht im Kegeln sein muss. Was soll man denn da machen? Und jetzt schnitzt mir der gewiss keine Kegel mehr. Das tatst du da. Echt jetzt? Ohne Witz. Das war schon toll. Stell dir das mal vor, wenn ich jetzt da ordentlich üben kann und dann beim Fest jeden Wurf abramm. Das war schon wirklich eine Sache. Also Schmidt, da war ja noch schon arg dankbar, wenn sie das einmal versucht hatten. Wie ich vorher beim Läubel an der Schule war, habe ich einen Müller auch da gesehen. Eigentlich ist das schon ein feiner Kerl. Anständig. Aber halt auch arg nachtragend. Naja, sie finden den bestimmt noch irgendwo bei der Schule. Und, also, wenn's bald fragen könnten, das wäre natürlich super, weil ich muss ja jetzt ganz schnell anfangen zum Üben. Sonst wird das nichts mehr mit dem Turnier. Thank you.
Die Küste mit den Waffen. Na, mit fremden Leid rede ich nicht. Gäng es weg. Schleicht die, ich red nicht mit Fremden. Da haben sie recht. Kommen sie einmal rum ums Haus. Dann verzeih ich ihnen was. Nicht da am Fenster. Das sehen ja alle. Thank you.
Bestimmt haben die Leute im Ort dir gesagt, ich bin die Fenstlerin, weil ich den ganzen Tag am Fenster hock. Mir ist das wurscht. Ich bin die Maurer Henriette. Da sieht man fein schon alles Mögliche. Das können sie mir glauben. Die Leute, die sagen hinter meinem Rücken, weil ich hätte so viel Zeit. Deswegen darf ich den ganzen Tag am Fenster hocken. Dabei ist es der größte Schmarrn. Wenn ich von irgendetwas gar nicht mehr viel hab, dann ist es Zeit. Das ist kein schönes Gefühl, das sage ich einer. Wenn man weiß, dass man jetzt stirbt. Also jeder stirbt, das ist ganz klar. Aber nicht jeder weiß, dass seine Tage Zeit sind. Aber ich hab überhaupt erst alt werden dürfen. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht wissen. Das liegt in der Hand Gottes, sagte Herr Pfarrer Euwei. Der ist schon ein guter Mo. Ja, mei, das mit seiner Haushälterin, der Frau Oberlechner. Jeder hat ein Laster. Mir ist das wurscht. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Die werden sich schon noch einig werden. Der ist ein guter Mo. Sogar zu dem Lenz, dem Toten, war er immer freundlich. Obwohl der sich oftmals gar nicht beliebt gemacht hat. Die was? Ah, die Räuber im Wald. Ja, das habe ich schon gehört. Mei, schön ist sowas nicht, gell? Aber ich mein, wo geh ich denn noch hin, wo sie mich finden könnten? Ich hab schon mitgekriegt, dass sie jetzt ein paar von den Männern an den Brücken zum Ort aufgestellt haben. Das ist natürlich auch wichtig. Ich glaub, der Räuber, der heißt irgendwie ausländisch. Wie war denn das gleich? Ah, Pasquini, wie der Kini. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Die sind anscheinend vom Mammendorf oder so. Und da überall bekannt. Weil die alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles. Sogar Kühe haben die schon mitgenommen. Und Kinder, die armen Kinder, stellen sie sich das einmal vor. Also auf jeden Fall sind das keine guten Leute, die Passkinis. Da macht das Schwammerl so keine Freude mehr. Das können sie sich bestimmt vorstellen, oder? Also nicht, dass ich nur irgendwas suchen gehe da den Wald. Aber die Kathi und der Bäder zum Beispiel, die sind ständig im Wald für ihre Rahmschwammerl. Mei, die sind gut, das sage ich ihnen. Die müssen es unbedingt einmal probieren. Den hat nicht jeder Menge. Da am Schormeierhof geht's manchmal auch drunter und drüber. Und der Junge, der Lenz, Gott hab ihm selig, der hat sich vor allem im Wirtshaus bei der Gschwendnerin gerne mal aufgeführt. Dem Alkohol war er auch nicht gerade abgeneigt, wenn ich das so sagen darf. Was genau da allweil passiert, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe nicht mehr in die Wirtschaft. Das ist mir zu laut und ich mag nicht, wie die Leute schauen. Gerade am Sonntag, da geht's allweil zu. Was war da noch los? Ah ja, ich weiß noch. Da habe ich nämlich nicht schlafen können, weil mir der Rücken so weh da hat. Dann habe ich noch mal auf den Topf müssen und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Im Wirtshaus war nur Licht an und da habe ich den Schorsch gesehen. Der ist da vorne den Waldweg lang, allein war er. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Rausch gehabt. Keine Ahnung, wo der um die Uhrzeit hin wollte. Ich bin dann wieder ins Bett. Mir sind fürs kalt worden, wissen Sie? Ja, so war's. Genau. Ich bin vielleicht alt, aber blöd bin ich nicht. Aber was da sonst noch los war, weiß ich wirklich nicht. Und jetzt bin ich auch müd. Ich muss mich mal hinlegen. Grüßen Sie mir den Herrn Pfarrer ganz herzlich.